Herzlich willkommen zurück, Leute. Hier ist wieder euer Dice und wir spielen auf Orcs and Man. Ja, wir nähern uns unserem Ziel. Nur noch hier um diese Kurve rum und dann sind wir auch eigentlich schon da, wo wir hin müssen. Hoffe ich doch mal. Und ich hoffe auch, dass mit fortschreitendem Spielverlauf die Welten ein bisschen offener werden, weil das hier ist ein wirklich extreme Schlauchlevel. Und davon bin ich eigentlich ja nicht so der Fan. Aber gut. Was soll man machen? Hier kann ich mal wieder absolut überhaupt keinen rausnehmen. Doch ich kann mich da hochwerfen lassen. Ist das einer? Ne, das ist keiner. Ja, wen von euch nehme ich als erstes raus? Den mit dem Schild am besten. Ja, bla bla bla. Keil! Vorne gibt's Arbeit für dich zu tun. Und zwar. Hallo? So. Einmal so. Ich probiere die Attacke mal aus. Wow. Okay. Die braucht zwar unheimlich lange. Aber sie sieht verdammt cool aus und ist unheimlich stark. Ist gut, dass ich mir die gekauft habe. So. Gehen wir mal hier weiter. Hier neben ging irgendwo noch ein Weg ab. Ich gehe davon aus, da ist irgendwie. Ist das der Weg? Ja, na gut, wenn es der ist, dann liegt hier nichts, weil ich komme ja nicht zu den Kühen rein. So. Oh, schon wieder eine Zwischensequenz. Alter Schwede, wo kommen die denn alle plötzlich her? Soldaten der Inquisition. Tote Orks, tote Goblins. Alter Schwede. Hört doch auf damit. Nicht schlimm, all deine Leute so verschwinden zu sehen. Ich bin nicht wie die. Ich bin ein Überlebender. Ja, das Aber sagtest du wenn wir schon uns mal. mit Sarkis treffen wollen, müssen wir uns um diese Halunken kümmern. Sie haben ihr Lager direkt vor seiner Tür. Okay. Na, dann schauen wir erstmal, was wir hier machen können. Okay, die decken sich alle gegenseitig. Das ist schon mal weniger gut. Steht hier oben irgendwo einer? Nicht, dass ich jetzt einen sehen würde. Wow, wen nehmen wir davon als erstes raus? Am besten den mit dem Schild, ha? Oh Gott, da hinten steht ja noch einer. Moment, vielleicht kann ich den da hinten, ohne dass es jemand sieht. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen weniger. Ja, das sieht sogar gut aus. Wobei ganz da hinten einer steht. Mal gucken, wie weit er gucken kann. Nicht weit genug. Ha, das ist doch schon mal schön. Ja, da guckt er direkt hin. Vielleicht kriege ich den noch weg. Ja, der müsste auch noch funktionieren. Okay. Vielleicht geht der hier auch noch. Okay. Da haben wir doch schon mal einige weniger. Ja, und da werden sie mich jetzt wahrscheinlich sehen. Oder? Ja, der eine Ritter wahrscheinlich. Ja, das dachte ich mir. Aua. Nee, erstmal dich. So, und du machst deinen Klingenwirbel mal, hm? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aua, aua.
Aua. Akail, du, das wäre jetzt die passende Situation, um hier mal eine Provokation zu starten. Und du solltest dich, glaube ich, mal echt ein bisschen heilen. Ah. Okay, aber das sieht echt gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Komm, das soll dann auch reichen mit dem Heilen. Vielleicht doch eher gerade mal die Rüstung durchbrechen. Okay, Rüstung ist beschädigt. Das haben wir schon mal gut gemacht. Nicht genügend Konzentration. Hä? Okay, Akai wird jetzt sterben. Ah ne, er hat gekontert. Wow. Akai. Ich bin begeistert von dir. Wow. Okay, das war jetzt mal ein etwas härterer Kampf. Nicht von euch hier aufzuräumen, Styx. Zur richtigen Zeit. Wer bist denn du? Sarkis erwartet euch. Folgt mir. Und passt auf, dass ihr euch nicht verlauft. Du bist ein bisschen komisch, kann das sein? Naja, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Das nenne ich ein Labyrinth. Alleine wären wir total verloren. Sieh an, wen haben wir hier? Den berühmten Blutkiefer, der die Miliz in Angst und Schrecken versetzt? Spricht er? Ganz ruhig, Ark. Ja, er spricht und ist so gefährlich, wie gesagt wird. Lass uns keine Zeit mit Plauderei verschwenden. Was braucht es, um rüberzukommen? Er wird reichen. Was ich dafür will, euch rüberzubringen? Die Inquisition nervt mich. Sie stören meine Geschäfte. Ich will es ihnen heimzahlen. Was genau meinst du? Meine Geschäfte laufen gut. Dank deiner Brüder, Styx. Die Goblins sind wie Kinder für mich. Ach ja. Ha! Eher wie Hunde! Aber ich will deine Familie nicht beleidigen. Du siehst nicht, wie sie mir am Herzen liegen. Ich beschütze sie. Vor sich selbst und vor anderen. Da entsteht eine Bindung, klar? Okay, komm auf den Punkt. Oder Akai hört zu. Na, komm auf den Punkt. Ja, okay, wie du meinst. Also, es ist die Inquisition. Was sollen wir für dich tun? Triff sie, wo es schmerzt. Du weißt, dass sie im Pass stationiert sind, in der Mauer. Sie nutzen die Kapelle der Pilger. Ich will die Kapelle brennen sehen. Hört sich eher nach Rache an. Du glaubst wirklich, das löst deine Probleme? Vielleicht nicht. Aber ich will die Inquisitoren brennen sehen. So wie es meinen Kindern angetan wurde. Ich will den Geruch von verbranntem Fleisch in der ganzen Stadt riechen, bis sie die Mauer verlassen und um den Tod betteln. Okay. Du verlierst dich, Kumpel. Nicht gut fürs Geschäft. Brennt die Kapelle, wird die Inquisition ihre Hunde zurückpfeifen. Ich habe Kontrolle und bringe euch auf die andere Seite. Du suchst nach einer Art Ablenkung. Strafe. Die Schüler des Großinquisitors sind in der Kapelle einquartiert. Der Bastard tötet meine Kinder und ich seine. Das sind die. Ich will hören, wie er um die Leichen seiner Schüler trauert. Das ist es, was ich will. Mit dem Typen stimmt etwas ganz Gemeines nicht. Lass uns gehen. Wir haben keine Wahl. Sein Plan ist kompletter Wahnsinn. Glaubst du wirklich, die Inquisition geht nach einer solchen Aktion? Sie verbrennen und quälen meine Kinder! Okay, wo ist die Kapelle? Oder warum wir?
Wir fragen erstmal, warum wir. Warum schickst du nicht deine Leute für die Drecksarbeit? Ich muss meine Spuren verwischen. Keinen Bezug zu mir. Wenn ihr scheitert, finde ich einen anderen Weg. Im Moment seid ihr meine beste Option. Okay, das macht Sinn. Ja, die Kapelle. Kannst du uns hinbringen? Oh, es herrscht Chaos dort unten. Aber ich kann euch in den Pass bringen. Das hilft. Ich kann noch mehr tun. Rabe bringt euch durch die Tunnel zurück in das Versteck der Schwarzen Hand, damit ihr euch ausrüsten könnt. Er bringt euch zum Pass, wenn ihr bereit seid. Alles klar, wir werden es tun. Aber ich vertraue darauf, dass du uns danach rüberbringst. Ich denke immer noch, dass es Wahnwitz ist. Ist es. Da hat er recht. Der Geruch verbrannten Fleisches, das wird unser Signal sein. Sobald der Duft in den Straßen liegt, bringe ich euch rüber. Wahnsinn! Oh mein Gott. Dieser Weg ist Eigentum von Sarkis. Wenn ihr ihn nutzen wollt, dann durch mich. Sobald ihr bereit seid, bringe ich euch zur Kapelle. Okay. Na, wir machen erstmal später. Okay, wir sind bald zurück. Eine letzte Sache. Es gibt einen Ork wie dich, der ohne uns hier durch wollte. Wie ich? Ja, wie du. Gleiche Figur, gleiche Tätowierung. Die du nicht siehst, weil ich eine Rüstung drüber habe. Nein, aber wie er endet. Er wurde von den Inquisitoren geschnappt. Er ist tot? Möglich. Aber ich denke, sie werden ihn öffentlich hinrichten. Als Exempel. Das passiert mit Leuten, die glauben, ohne Sarkis klarzukommen. Verstehe. Brauchst nicht weiterreden. Wir wissen, dass du unverzichtbar bist. Okay. Aber wir kämpfen jetzt gleich erstmal mit Fuchs, würde ich sagen, oder? Jo, machen wir doch. Na, braucht ihr mich? Ja, wir wollen mit dir kämpfen. Das müsste ja jetzt eigentlich funktionieren. Ich schlug Lanzenkopf. Bist du der Nächste? Pass auf, Arkay. Denke nicht, dass es einfach wird, weil ich ein Mädchen bin. Es gibt Gründe, weshalb ich nach Lanzenkopf dran bin. Dass du ein Mädchen bist, ist mir egal, Fuchs. Unsere Frauen wissen, wie man kämpft. Du bist aber ein Mensch. Wir werden sehen. Ja, okay. Dann geht's hier mal in den Kampf. Wenn sie jetzt schon zurückweicht. Okay, was haben wir denn hier? Bedrohung brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Machen wir erstmal einen Betäubungsschlag, fangen wir erstmal damit an. Ja, und dann harte Schläge. Ja. Ausweichen? Ach, so spielen wir. Mhm. Okay, ja, sie hat ordentlich was drauf. Und sie kontert alles, wow. Heilen geht jetzt nicht, das finde ich schade. Art des Schlags Mittel. Wow. Alter, du bist echt ein fieser Möb, möchte ich jetzt mal meinen. Okay. Die ganze Zeit nur am Kontern und... Ich verstehe. Du kämpfst gut für einen Menschen, wenn auch nicht immer fair. Jo. Ich bin nicht sehr kräftig und das muss ich ausgleichen. Und ich wurde von den Schwestern der Klagen trainiert. Komm wieder, wenn du eine Revanche willst. Ganz bestimmt werde ich das tun, aber vorher mal meine Rüstung noch ein bisschen aufwerten. Ich habe mit dem Letzten gesprochen. Ich kenne das Problem. Was für ein Problem? Der Letzte? Durek ist nah. Der Hundemeister. Du kennst diesen Hurensohn? Die Blutkiefer versuchen ihn seit Jahren zu kriegen. Aber er ist nie lange am gleichen Ort. Und er lässt immer Leichen zurück. Stimmt. Der Hurensohn nutzt unsere Brüder, um seine Hunde zum Aufspüren und Töten von Orks zu trainieren. Die Hunde sind zudem sehr wertvoll. Weißt du genau, wo er ist?
Fuchs weiß es. Warum? Willst du dich darum kümmern? Sei vorsichtig. Der Letzte hat ein persönliches Interesse an ihm. Ich auch. Okay. Du brauchst mich? Ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall mal zum Handeln. Schmiede, Handeln. So, ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen verticken. Schattenklinge. Ausweichen plus 10%. Das war kaufen. Das ist verkaufen. Konzentrationsregeneration plus 1. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Dann behalte ich das lieber mit der Gesundheit. Das hier mal verkaufen. Werde die auch mal verkaufen. Ausweichen 10, ausweichen 5. Ja, die auch weg. Dann mal bei Arkal gucken, was der hier noch so hat. Handschuhe des Champignons. Ausdauer plus 2. Warum habe ich die noch nicht? Die habe ich ja noch gar nicht. Wow, und die sehen heftig aus. Aber kritische Treffer, Schadensreduktion, Schadensreduktion, Ausdauer. So. Okay, dann werde ich ihm das erstmal anlegen. Hallo. Einfach nur, damit ich es nachher nicht vergesse. So, und dann, warum gucke ich eigentlich immer einen Schritt, wenn ich da rauskomme? Aus dem Menü. Schmieden, ja, handeln, das geht mit der Verbesserung. Und zwar Arkeil. Oh, ich kann das Ding gar nicht verbessern. Werde ich die noch verbessern? Die behalte ich erstmal so. Okay, und Styx habe ich schon verbessert. Könnte ich noch? Kann ich noch? Kann ich noch? Na komm, verbessern wir die auch noch alle. Einfach nur, weil ich die Vermutung habe, dass das demnächst ein bisschen heftiger werden wird. Und ich habe ja die Punkte da gehabt. Sonst noch was? Strahle. Oh. Habe ich sogar einen Erfolg für bekommen. Was ist das? Orkisches Handwerk? Nimm's nicht persönlich, aber diese Geheimnisse... Okay, er gibt mir also nichts Neues. Dann gehen wir. Mal gucken, ob der hier oben uns was Neues noch erzählt. Bevor wir uns jetzt weiter auf den Weg machen. Ah, Styx. Ich habe dich gesucht. Wir haben ein Problem. Natürlich. Was ist? Wir müssen uns um die Plage kümmern. Und? Wollte sich Sarkis nicht darum kümmern? Es ist sein Gebiet. Er will wohl nichts damit zu tun haben. Ja, ist klar. Bei all den Inquisitoren versucht er keine Aufmerksamkeit zu erregen. Was ist die Plage? Horden von Goblins zerstören alles auf ihrem Weg, als wären sie in Rage oder ähnliches. Die Miliz wird zahlreich sein, um das Gebiet zu halten und sie loszuwerden. Wenn wir nichts tun, könnten sie uns finden. Wir müssen vor ihnen dort sein. Okay. Wir könnten das erledigen. Ah, okay. Jetzt entweder Styx, wir könnten das erledigen, oder Arkai, wir kümmern uns darum. Ist das so eine Art Rufsystem? Ich habe keine Ahnung. Naja, Arkai soll sprechen. Ihr habt uns Zuflucht gegeben. Wir helfen euch. Danke. Lass uns keine Zeit verlieren. Ach, das geht jetzt direkt los. Ach so, ich verstehe. Kleine Nebenmission oder wie? Und wie willst du das erklären? Erklären? Ich habe nichts getan. Die Ratten haben einen Umweg durch die Stadt genommen und wir räumen auf. Das ist alles. Der Rest ist mir egal. Das sind deine Leute. Das darfst du nicht vergessen. Meine Leute? Okay, hör zu. Diese Typen kommen von dort unten, richtig? Niemand weiß, warum sie in Rudeln herauskommen und alles und jeden angreifen. Niemand! Einige sagen, dass Pilze ihre Hirne zerfressen. Und andere, sie seien inspiriert von den Eingeweiden der Erde oder ähnlichen mystischen Plänen. Glücklich?
Gefällt dir die Erklärung? Hm. Du kannst sie nicht zur Vernunft bringen? Natürlich, daher habe ich die Dolche. Aber es geht schneller, wenn du mir dabei hilfst. Also los. Stell dich der ersten Welle. Okay. Aber bevor wir das machen, oh Gott, das ist schon wieder so ein Schlauchlevel. Bevor wir das machen, werde ich hier ganz kurz die Folge unterbrechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, Kommentare unter diesem Video sind gerne gesehen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen runter geben mit einer kleinen Erklärung in den Kommentaren, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Bleibt aber auf jeden Fall anständig und bis dann.